Hallo liebe Golffreunde, herzlich willkommen zu unserer Golfschule Kurzes Spiel auf golf-shop.de. Im ersten Teil unserer Bunkerschule habe ich Ihnen gezeigt, wie man mit einem neutralen Schlägerblatt einen Standard-Bunkerschlag ausführen kann. Im zweiten Teil unserer Bunkerschule habe ich Ihnen demonstriert, wie man mit einem geöffneten Schlägerblatt einen Ball sehr hoch über eine hohe Bunkerkante befördern kann. Das Schlägerblatt öffnen, um einen sehr hohen Ball zu erzeugen, der dann schnell auf dem Grün liegen bleibt, ist natürlich auch vom Rasen möglich, nicht nur aus dem Sand. Folgend möchte ich kurz nochmal demonstrieren, wie öffne ich das Schlägerblatt und im gleichen Zuge dann den Schlag auch durchführen. Bevor Sie nun Ihr Schlägerblatt öffnen, ist es sehr wichtig, zunächst eine neutrale, rechtwinklige Ansprechhaltung einzunehmen. Das heißt, Sie platzieren Ihr Schlägerblatt rechtwinklig zu Ihrer Ballziellinie, sodass es genau in Richtung Fahne zeigt. Ihre Fußlinie parallel zur Ballziellinie, wie bei einem gewohnten Golfschlag. Im nächsten Schritt drehen Sie Ihr Schlägerblatt um etwa 45 Grad nach rechts, öffnen das Schlägerblatt sozusagen. Der Griff bleibt im Verhältnis zu Ihrem Körper, aber neutral. Nun bitte die Füße aufdrehen, komplett im 45-Grad-Winkel zum Ziel, sodass die Unterkante des Schlägerblattes in Richtung Ziel zeigt. Bei diesem Schlag ist es nun sehr wichtig, dass Sie wieder von der Schwunglinie entlang Ihrer Beine schwingen. Das heißt, von der Idee zur Zielrichtung von außen nach innen. Im Idealfall wird der Ball sehr stark senkrecht nach oben gehen und sehr schnell auf dem Grün zum Liegen kommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sollten Sie Fragen haben, Unklarheiten bestehen, rufen Sie mich gerne an, kontaktieren Sie mich persönlich. Ich stehe jederzeit gerne zur Verfügung. Ihr Christoph Knapp, auf Wiedersehen.